In Zeiten der Corona-Krise soll niemand allein gelassen werden, so der Sozialreferent und Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler. Es soll jenen geholfen werden, die es dringend brauchen. Die Sozialabteilung der Stadt Klagenfurt hat aus diesem Grund ein Hilfspaket geschnürt. Also das Hilfspaket der Stadt Klagenfurt umfasst auf der einen Seite eine Neuorganisation der Mindestsicherung. Wir haben hier uns ein Homeoffice eingerichtet, sodass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrem Engagement es eingerichtet haben, dass die Mindestsicherung pünktlich ausgezahlt werden können. Wir haben einen psychologischen Dienst, eine Telefonnummer eingerichtet, um hier den Menschen hier eine Hilfe zu geben. Der Bereich des Sozialfonds wurde mit den eigenen Sachbearbeiter ausgestattet, sodass sie auch hier die Hilfe in Form von Geldhilfen bis hin auch zu Hilfen mit Lebensmittelgutscheinen auch gewährleistet ist. Ebenfalls Teil des Pakets ist das Seniorenhilfstelefon. Seniorenhilfstelefon, Dula Gustad. Personen, die Hilfe benötigen, können Einkäufe sowie Apothekengänge von Fahrern durchführen lassen, um so Sozialkontakte zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Insgesamt 3 Fahrer sind derzeit in Klagenfurt unterwegs. Bereits 1400 Anrufe sind bisher entgegengenommen und rund 570 Einkäufe erledigt worden. Also der Ablauf wäre beim Seniorentelefon, dass man hier anruft, dann in weiterer Folge wird die Liste aufgenommen, der Fahrer oder die Fahrerin, die wird verständigt, ihr wird die Liste übermittelt per WhatsApp und in weiterer Folge geht der Fahrer oder die Fahrerin dementsprechend mit den notwendigen Sicherheitsmaßnahmen, was Abstandhaltung betrifft, bis Mundschutz und auch mit Handschuhen, jeweils dann für die Klientin und den Klienten einkaufen. Was uns auch besonders wichtig ist, jede Fahrerin und jeder Fahrer ist mit einem Dienstausweis der Stadt Klagenfurt ausgestattet, sodass es auch gewährleistet ist, dass wirklich die Stadt Klagenfurt dieses Angebot dann für den Einzelnen, für die Einzelne tätigt. Und eine weitere Funktion erfüllt das Seniorenhilfstelefon. Dass es jemand gibt, mit dem man kurz telefonieren kann, wo man seine Sorgen kurz abgeben kann. Und dann wird es hier vom Seniorenhilfstelefon an unsere zuständige Psychologin eventuell weitergeleitet oder direkt an die Sozialabteilung mit ihrem Sozialcenter, um hier den notwendigen Schritt einzuleiten. Die Nummern des Seniorenhilfstelefons lauten 0463 537 und die Endziffern 2753 oder 2132. Anfragen können ebenfalls an freiwillig@klagenfurt.at geschickt werden. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.klagenfurt.at.